Hallo, herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft Legion. Mutzi ist gesichert und raus aus dem Tümpel. Und wir sollen jetzt hier in den Höhlen, ne, helfen. Das machen wir. Ach, das war's schon. Tauchen freilassen, mehr nicht. Oh gut. So, dann geht dann die die Folge gleich mit einem erfolgreichen Quest-Move. Ja? Also erfolgreicher kann man die Scheiße ja schon gar nicht mehr starten, Mensch. Ja, das ist ja hier epischerweise sowas von effizient. So, das war's dann mit der Folge. Vielen Dank. Ja, wir haben die Quest erledigt. Ja, wollten wir diese Folge nicht schaffen. Und nein. Natürlich nicht. So, wir sind relativ unversehrt zurückgekommen. Ich danke euch. Ja, bitte, bitte. 3000 Quests abgeschlossen. Und ich hab's aufgenommen. Bam. So. Ich muss irgendwas trinken. Ich habe versehentlich vergessen. Nee, ich habe versehentlich die Aufnahme neu gestartet. Um bevor was zu trinken. So, die Höhle des Lebensquells. Die Drogbar haben meine Höhlen hier überrannt. Dort praktizieren wir Flossmähen unsere Wassermagie und schöpfen das reinste Heilwasser des Hochbergs. Trefft mich dort und lasst uns diesen heiligen Ort gemeinsam von diesen Bewohnern des Dunkels befreien. Trefft Jale Flussmähne an der Höhle des Lebensquells. Seid ihr bereit? Wir werden gleich eine Höhle betreten und die Drogbar sind zu solchen Orten zu Hause. Mhm. Gleichgewicht der Elemente. Die Drogbar platzieren ihre scheußlichen Kristalle in unserer Höhle, um die ihre inbewohnenden Magie zu absorbieren. Wenn sie mit Macht gesättigt sind, sammeln sie sie ein. Wir müssen die Kristalle an uns bringen, sodass die Magie sich wieder verflüchtigen und in das Wasser zurücksickern kann. Sonst werden die Drogbar Wege finden, die Magie für ihre eigenen Zwecke zu manipulieren. Sammelt 10 energiegefüllte Kristalle. Nee, energieerfüllte Kristalle. Mach ich. Ach, noch was. Okay, einfallende Höhlenkletterer. Die Drogbar sind. Die Drogbar und ihre brutale Felsbeißer haben die Höhlen überrannt. Sie verderben ihre natürliche Magie und zerstören die Elementare, die seit Ewigkeiten hier wohnen. Lasst uns zusammenarbeiten, um sie aus diesen heiligen Höhlen zu vertreiben. Tötet sie Mana-Dürster, der Drogbar oder brutale Felsbeißer. Falls ihr euch verirrt, folgt einfach. Machen wir. So. Let's go. Alalada. So, ich hatte auch Probleme mit dem Magier. Ein bisschen. Weil der Respawn hier ziemlich krass war teilweise. Und ich bin hier gewesen. Das war sehr überfüllt. Ja, und dann stand man teilweise dumm rum und oder ist hier lang gelaufen, war nix da, läufst zurück, kommst du, hast du damit nicht gerechnet, dass hier schon so viele Gegner sind, bist zurückgelaufen und dann sind die alle wieder respawned, die vorher von den anderen halt umgelegt worden sind, ja. Jetzt weiß ich es natürlich. War da zu dem Zeitpunkt aber allerdings noch in der Einfindungsphase mit meinem Magier, was mich total überfordert hat in dem Moment. Obwohl man sowas ja rechnen sollte, muss, wie auch immer. Aber zu dem Zeitpunkt, wo lege ich was an Spells hin, worauf muss ich achten, das war halt dann so ein bisschen problematisch. Ich habe mittlerweile mit meinem Magier auch alle drei Artefaktwaffen. Wobei mir Frost ziemlich gut gefällt, ich allerdings als Dings natürlich rumlaufe, als Feuermagier. So, dann haben wir die erste schon erledigt. Gleichgewicht der Elemente. Ich glaube jetzt, da die Drogbar im Besitz des Hammers von Kaskorov sind, entwickeln sie stärkere Formen der Magie. Nun, da die Magie in der Höhle zurückfließt, wird das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt und die Drogbar werden hier nicht lange verharren. Möge die Erden alles klar. Euch in die richtige Richtung treiben lassen. Gut, dann gehen wir weiter hier hoch. Wir müssen ja hier noch ein bisschen was machen, da Drogbar und brutale Felsbeißer besiegen. Wir sollten nochmal damit anfangen. Pumps, da ist ein Drogbar, das ist der deutsche Felsbeißer. Wollen wir ein bisschen pushen, pullen. So. Wir kommen am besten mit. Dankeschön. So habe ich es doch gerne. Man sieht gar nichts mehr, nur noch Zahlen fliegen. Wir sagen hier grüne Balken oben, ist alles gut. Okay, was haben wir da eingesammelt? Beine, Leder. Auch nicht schlecht. Könnte vielleicht was für meinen. Auf 109 wird er vielleicht was Besseres haben. Ach, ich lasse das. Ich will mir das gar nicht erst an, also einen Scheiß mitzunehmen. Weil, für meinen Green dachte ich jetzt gerade, aber der wird ja garantiert bessere Sachen durch die Quest etc. erhalten. Obwohl man ja gerade gesehen hat, dass so ein.
Drop mal eben ein besserer Helm sein kann, als den, den man trägt, ja? Das haben wir in der vorherigen Folge eben gerade gesehen. Also für euch nicht eben gerade, aber für mich ja eben gerade. Das ist keine 5 Minuten quasi her. Und trotzdem ist es allerdings dämlich, finde ich, wenn man dann alles mitnimmt. Fällt mir gerade ein, ich habe in der letzten Folge ja schon davon gesprochen, dass ich nicht weiß, wie ich da weitermachen werde, nachdem der 110 ist und ich noch nicht so wirklich Raiden machen kann, weil ich freue mich eine vernünftige Gruppe, weil mit der Gilde geht das wohl nicht, so wie ich es bekommen habe. Aber auch, er hat mich versteinert. Jetzt los hier! Was ist das? Wenn ich weiß, was jetzt weitergeht, genau, dann auf jeden Fall die Dämonia-Quest ja, let's playen werde, auch wenn es schon draußen ist, etc. Ist mir egal, ich würde es selber gerne trotzdem spielen. Und wenn ich das spiele, dann brauche ich vielleicht let's playen. Und nachdem wir dann so gedacht, dass ich dann vielleicht ein wieder zum Jäger habe ich Bock. Ich habe schon mal zwischendurch ein bisschen angezockt und getrennt. Das fällt mir eigentlich sehr gut. Ich habe den ohne Pet. Das ist krass geil. Das war eine ganz andere Sache, gefällt mir. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hängt allerdings noch mit Level 86 noch fest, weil wir auch nicht drin sind. Ansonsten, könnte ich vielleicht mein Druiden weiterspielen. Der ist jetzt, lass mich lügen, also 95 auf jeden Fall, könnte auch 96 sein. Ich weiß jetzt noch nicht so genau. Aber jetzt der letzte, gut. Jetzt kommt mir gleich die Folge, dass ich ihn da oben töten muss, glaube ich. Die Höhle ist fast wiederhergestellt. Da, Gelmok. Ein Steinzauberer, der Drottmann namens Gelmok, hat unsere heilige Wasserhöhle mit dem Ziel betreten, ihre Kräfte in sich aufzunehmen. Wir müssen ihn vernichten, bevor er uns mächtig wird. Er befindet sich im oberen Abschnitt der Höhle. Ja, tötet ihn. Mögen eure Flüsse immer öffentlich. Du bist jetzt hier nur so ein blöder Scheiß Penis von Hortler da, der uns wahrscheinlich den gleich hier wegnehmen wird. Das heißt, ich muss einigermaßen schnell sein und versuchen schnell BAM zu setzen. Sauber, hat er gerade gefannt, ja. Uah, du kleiner Lamarsch. Und wir haben schön viel Damage raufgeknallt, dass der auf jeden von uns gehört. Glück gehabt. Die Damage noch nachlassen. Reicht's mir aber! Gelmor! Alter Schmuck! Ich habe noch nie gesehen, wie sich ein Drogbar so verwandelt. Der Hammer von Kasparov ist wirklich mächtig. Das Problem ist, dass ich sonst meine Blockchance aufgeben muss. Ach, dann nehme ich einfach irgendeines, verkaufe ich. Das nehme ich nicht. So, Bums. Der Stamm des Flussmähen, ja. Die Flusswindung ist es. Ist es das, wovon der Unterkönig sprach? Das ist meine Heimat und der Ort, wo wir unsere Wintervorräte lagern. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin und sie warnen. Trefft mich dort. Sprecht mit der Flussmähle an der Flusswindung. Ah, okay, nur wieder 100 Artefakte macht. Das ist schön. Ich brauche ja so viel nicht nur. Das Ding. Flussmähle, du kleine Bitch. Da bin ich. Wir scheinen den Unterkönig hier besiegt zu haben. So, machen wir das mal. Und dann hau ich mir das Ding auch erstmal. Das Ding wird erstmal gleich einverleibt. Wo ist er? Ich hab's ja alles gar nicht. Was ist denn das? Da. Flunsch. Danke. So, ich bin zu lahm, um diese Nachzügler in Sicherheit zu bringen. Nehmt mein Horn und gebt das Signal für die Evakuierung. Wir müssen alle hier wegbringen, bevor die Drogba ankommen. Dann können die Kriegerhelden übernehmen. Schickt sie fürs Erste einfach zu Geistwandler Ebenhorn.
Der Narr kann sich um sie kümmern, bis er wieder sicher, bis es wieder sicher ist. Gut. Das ist mal eben schnell gemacht, die Quest hier. Da müssen wir nur runterlaufen. Hier und da ein paar mal ins Blasen, ins Horn blasen. Was ist denn das hier? Was blinkt denn das hier so? Soll ich hier mal blasen? Pyrrhö! So, dann haben wir hier nochmal einen guten. Schmidt, haben wir hier nochmal einen zum Besten? Plumps. Plumps. Lauft! Sie kommen! Ihr Spasten! Rums! Achso, hast du mir gerade hierher geflüchtet oder was? Flüchtest du hierher? Anscheinend. Dann muss ich hier oben noch mal gucken. Aha! Aha! Flieht! Flieht ihr dann wenigstens? Hat ja keiner hier auf mich. Ich bin nur der mit dem Horn. Nicht nur auf dem Kopf. Okay, ach, das ist ein Hypnotin. Ach, die eine hüpft aber auch hin und her und zutet, ne? Oder müssen wir jetzt mit dem Narren sprechen, wie sie ihn so schön benannt hat? Soll der sich um die kümmern? Der Spacko. Hallo. Ebenhorn, du bist der Narr. Der Unterkönig kommt. Haltet eure Waffen lieber bereit, falls das hier kein gutes Ende nimmt. Jawohl. Der macht hier, ne, fett an auf die Fresse. Umklammerung des Unterkönigs. Wenn es an den ganzen Situationen ein Gutes gibt, dann ist es die Tatsache, dass Dagur nicht weiß, wie man den Hammer benutzt. Er glaubt immer noch, dass der Hammer eine Waffe ist und kein Werkzeug der Schöpfung. Dennoch hat er uns unsere Stammesmitglieder in Fäusten aus seinen, ja, aus Stein festgesetzt, die er aus der Erde beschworen hat. Unsere Waffen haben sich gegen diese Magie als nutzlos erwiesen. Ihr verfügt womöglich über genug Macht, um die Fäuste aufzubrechen. Könnt ihr uns helfen? Rettet J.F. Fussmühle, Kriegsheld Oro und Joaquin oder der Joaquin Eisenstuhl. Dieser Krieg machen wir. Es reicht Dagu nicht, das Dorf zu zerstören. Er hat obendrein seine Steinräuber im Sack, um alles an sich zu reißen, was übrig ist. Bitte, Champion, beweist meinem Volk, dass ihr der Held seid, den ich in meinen Visionen gesehen habe. Tötet so viele Steinräuber, dass ihr dass ihr Entschlossenheit schwindet. Tötet 8 Drogbar. Ja, blablabla. Flusswind, Läufer oder was. Ich war dann als. Attacke! So. Jetzt erstmal hier voll die Pelz. Ja, du Pelzzeit, du. Oh, wann schon mal drauf an. Das ist ja gut. Aber wann liegt der, ne? Achso, der Geist. Achso, ich dachte, ich bin da mal 10 März. Ich dachte, war noch dabei. Ich hab's mich gerade gewundert. Ich bin gleich hier geschrieben, aber einer steht von dem noch. Aber. Falsch geguckt. Sorry, mein Fehler. So. Ich glaube, ich bin schnell bis jetzt vor. Ne? Da haben wir schon mal 6 von 8 zerstört. Ja, wie oft Zuruf gewartet, wie so ein schicker Schauspieler in der Kulisse wartet, dass er los darf. Alles klar. Jetzt meinen wir jetzt auch da. Na, 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 na. Wo sind denn die Sekreten? Rems. Und da sind sie da. Okay, jetzt müssen wir. Ach ja, da zerkloppen. Hallo. Ich rette dir. Yale Flussmähne. Die haben wir. Dann müssen wir dorthin. Ausgelöscht. Ah, er hier zum Beispiel war einer, den ich nicht angreifen konnte mit meinem komischen Magier. Ja, ja, ja. So, komm du mal wieder raus. Dir werde ich erstmal hier ordentlich hier dein Arschloch fisten, Junge. Ich habe so lange nach. Mach mal! So. Danke für eure Hilfe. Dem Arschlochfisten gefällt, ihr sollt ein Abo da lassen. Fisst öfter mal zwischendurch andere Leute Arschloch. Nein. Ne? Aber trotzdem könnt ihr ein Abo da lassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und teilt das Video auch mit euren Freunden, jetzt kriegt er hier auf die Fresse, Alter. Jetzt habe ich dich, du Spasti, Alter. Die Rache ist mein. Alle deine Freunde, damit ich mach sie nebenbei klar. Heißt abgehauen, ist das ein Arschloch? Du kleiner. Piss angsthabender Witzmund, ey. Oh, ich bin elite, ich hau aber trotzdem ab.
Warum? Weil ich davon informiert bin. Da ist er ja. Ich muss näher ran. Komm hier. Wie warst du denn eigentlich? Ist mir zu blöd dafür, dass er mal abhaut. Ich kämpfe hier nicht gegen einen, der in einer Tour abhaut. Ich komme hier gar nicht zum Schuss. Das ist zu weit entfernt. Langsam ist das hier eine Porno-Folge, ja? Hier Fisten, zum Schuss kommen, Jizzen, The Jizzer, The Rizzer, so wie Bastard. Live und Uncut. So. Down. With, oh, ein Hexenmäuschen. Jetzt müssen wir nur noch den anderen befreien. Und dann können wir oben schon in der Höhle weiter questen. Beste. Sag, Dankeschön. Ja, bitte. Ihr habt meinen Dank, Champion. Ihr habt meinen Dank, Champion. Vor allem habe ich eure Börse. So, Krieger halt oben, was gibt's? Grüße, Champion. Ich habe noch gehört, was ihr für den Stamm der Flussmen getan habt, als wir uns das erste Mal in Dalaran begegnet. Wir sind uns in Dalaran begegnet? Krieger hält. Oh, stimmt. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatte ich nicht erwartet, dass ihr so hilfreich für uns sein würdet, wie ihr es gewesen seid. Und, nee, wir wissen was, das, wir wissen das wirklich jetzt zu schätzen. Ah, es muss ein ganzes Zeitalter her sein, dass sich die Drückbar in so großer Zahl an die Oberfläche gewagt haben. Sie wurden zu den finsteren Märchen. Märchen? Die wir in den Kindern. Ach so. Zu den finsteren Märchen. Märchen. Märchen, hä? Die wir den Kindern erzählten, den Erzählern immer noch so. 6000. Die Drottbar und ihre Kampffähigkeiten sind beeindruckend. Ich bin dazu verwirrt, weil ich noch nicht mal Märchen lesen kann. Alles klar. Die Beinstein. Ach nee, die Beinsteinklave. Dies ist eine alte Drottbar. Drottbarenklave. Oder Drottbarenklave. So. Mit der wir früher Handel getrieben haben. Jetzt ist sie eine Operationsbasis für ihre Raubzüge. Ich brauche mehr Zeit, um die verbleibenden Kriegerhelden zusammenzurufen. Geht in die Enklave hinein und tötet alle, die ihr dort findet. Vorfindet. Verschafft uns die Zeit, die wir benötigen, um unsere Kraft zu sammeln. Tötet Beißstein-Trockbar in den Beißstein-Enklaven. Der Hochberg wird nicht fallen. Dann gehen wir nochmal rein. Kann ich den bewegen? Ist fest. Wundert mich, dass er nur so dicht am Chat dran ist, aber egal. Mir doch wurscht. Ich sehe hier nichts. Ist ja komisch ausgeleuchtet hier, der Puff. So. Ah ja, das. Ist ja auch schon alles tot, ey. Das ist ja auch zum Kotzen. Da kann ich wenigstens mitmischen, wenn ich denn noch richtig ankomme. Feuer! Abhute hier ab, ey. Nimmt mir alles weg. Drecksau, dreckige! Ich bin außer Reichweite. Komm her! Hier bin ich. Ach, das ist so ein Viech, was nicht aus dem Wasser kommt, oder was bist du, ey? Du hast doch Beine, ey. Geh doch an den Sand. Ach, ich brauch deine Hilfe von da oben nicht. Ich kann wunderbar alleine zurechtkommen. Vielen Dank auch. Wir hauen alles zu Brei. Meiner! Meiner! Brauche ich den? Ah ja, Kaltflasche, der hat genau die Börse für dich. Rams die Bams! Freundchen! Ich warne Unvorsichtige! Kleiner Insider. So. Umstürb. Gut, die haben wir. Jetzt sollen wir was noch machen? Drückbar der Beißsteine getötet. Ja. Scheinbar gibt es von dem nicht so viele. Jetzt laufen sie an Land rum. Jetzt laufen sie an Land rum. Ey, es ist doch nicht normal. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche und die mich jetzt eh nur aufhalten. Meiner! Meiner! Scheiß die Hand an! Pissdreck! Ja? Hier, mach den Scheiß alleine, Digga. Ach, du verfickter kleiner untoter Wichser, ey. Bloß ab, du Spast. Ich bin schneller. Ach ja, pass mal auf, du fickte Blut. Meiner. Meiner. So. Kannst du ihn. Ist nämlich nur zu. Yo! Level 110, Bitches!
Feature freigeschaltet, Ehrenteile. Das Verlies der Wächterin freigeschaltet. Dungeon freigeschaltet, der Seelenschlund. Bam, die Rabenwehr freigeschaltet. Alter, da kommen jetzt da auch noch 110 neue Level Instanzen dazu. Ist ja geil. Ich habe jetzt gedacht, das hat sich ausinstanziert da mit 4 Stück und dass die anderen erst nachgepatcht werden. Geil! Ehrentalente verbessern die Fähigkeiten eures Charakters im PvP. Klickt auf ein Talent, um es zu aktivieren. Mit dem Gladiators ersetzt ehrenhaftes Meldungen. Hab ich ja gar nicht. So. Auf Ehre Stufe 13 freigeschaltet, 31 freigeschaltet. Nö, ich wüsste alles kacke, guck mal, alles nischt. Naja, egal. Was ist das denn? Vereinigung der Inseln. Quest jetzt ansehen. Es gibt viele Fraktionen hier auf den verheerenden Inseln. Wir müssen die Vereine. Was? Jetzt kommen sie alle raus. Jetzt wo ich 110 bin. Wir wollen eigentlich jetzt noch in den ganzen Quests, ja? Vorher die ganze Zeit voll die Probleme gehabt. Und konnte hier nicht anständig irgendwie Quests und meine Punkte machen. Ich bin jetzt von den Quests angezeigt worden. Wir sind im ganzen Boden, wurde nichts gezeigt. Irgendwo wurde was gezeigt. Im Abenteuerführer, meine ich, wurde nichts gezeigt, ja? Nach Dalaran bin ich alles grau. Ja, und jetzt bin ich hier noch am Questen gerade so schön. Und dann kommen die mir dazwischen mit so einem Shit. Es gibt viele Fraktionen hier auf den verheerten Inseln. Wir müssen sie vereinen, wenn wir eine Chance gegen die Legion haben wollen. Erweist euch ihnen gegenüber als würdig und meldet euch dann wieder bei mir. Erlangt mindestens einen freundlichen Ruf bei den Fraktionen der verheerten Inseln. Das soll ich doch schon geschafft haben, oder nicht? Ihr erlernt... Oh, Weltquest! Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Wir machen nicht nur einen Zampf, wir machen Weltquests, Freunde. Schaltet den Zugang zu Weltquests auf den verheerten Inseln frei. Geil. Ihr bekommt außerdem Pfeife des Flugmeisters, wie beim offenen Geburten-App. Er bittet Abholung zum nächsten Flugmeister. Kann nur auf den verheerten Inseln... Wie geil ist das denn? Das heißt, ich pfeife, werde zum nächsten Flugmeister gebracht und kann von da aus mal eben noch was losfliegen, ohne wie so ein Hund jedes Mal zu Flugen kriegen zu müssen. Das ist nice. Das finde ich sehr geil. So, das heißt, ich biete die Quest jetzt hier ab. Das war's für mich hier, Freunde. Tut mir leid. Ich habe die Quest schon getan. Ja, mein Magier, Blizzard, nimmt sie nicht übel. Ich kenne das hier alles bereits. Viele WoW-Spieler kennen das bereits, also muss ich das nicht unbedingt machen. Dann würde ich die Folge hier verkürzen und in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall dann gleich dabei wiederfinden, wie wir nämlich die Quest machen werden. Moment. Wo ist denn die Quest? Vereinigung der Inseln. So. Erlangt freundlichen... Ach, ich muss bei allen freundlich schaffen. Okay, das heißt, Hochbergstamm. Das ist ja das... Wir sind jetzt im Hochberg. Wir werden doch hier weiter questen, weil wir müssen bei denen freundlich werden. Dann muss ich mir mal kurz einmal meinen Ruf... Hochbergstamm. Da bin ich neutral. Da bin ich ja so gleich freundlich. Ist ja geil. Das ist doch nice. Danke, dass ihr den Weg geebnet habt. Jetzt werden wir Dragul direkt ins Visier nehmen. Alles klar, das machen wir auch noch. Wir wollen gerade einen Drogbar in eine Höhle verfolgen. Dabei haben wir das unseren Kindern immer verboten. Allerdings einige unserer Kriegshelden bereits bei Dragul dort hinein gefolgt. Kommt, schließt euch uns im Kampf an, damit wir den Hammer von Taskogos zurückerobern können. Stellt euch Dragul dem Unterkönig. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Allerdings geht Meisterschaft ein bisschen runter. Und bei dem ist ein Finger. Ja, dann nehme ich doch lieber, wenn dann den hier. Die 24 Meisterschaft machen eine coole Zeit. Mein Volk wird euch im Kampf genau zur rechten Zeit, Jumper. Achso, ich dachte, wir müssten bei einer Fraktion eine Pferde in den freundlich bekommen. Aber bei allen? Okay, was ist das anderes? Nun weiß ich nicht, wie ich da freundlich hinkommen soll, wenn ich verdammt nochmal die scheiß Quests da nicht bekomme. Steigt herab. Und stellt euch dem Urteil jener. Ja, das ist das, was ich in der letzten Folge oder in dieser Folge sagte, was ich nicht spoilern wollte. Da sterben sie alle. Tot. Alle sind sie tot. Kriegsheld der Oros, der Kriegerheld Oro, da hat sie dann doch erwischt. Na, aber gut. Ist doch nicht unser Problem. Guck mal hier. Den zu nehmen. So, jetzt sind wir draußen. Sonnenuntergang. Wir reiten dem Sonnenuntergang entgegen und währenddessen werde ich abmoderieren und mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ja.
lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und zeigt das Video euren Freunden. Damit wir mal ein bisschen die Runde machen hier. Aber zu merken. Wie gesagt, das ist natürlich mein größtes Anliegen. Allerdings fühlt man sich schon ziemlich. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man sieht, dass so viele Leute die Videos mal angucken. Ich war mir schon bei 10 Klicks. 10 Leute haben sich die Zeit genommen, mir Videos anzuschauen. Das ist total geil. Aber, ne? Umso mehr, ist immer klar, umso besser findet ja jeder so. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und verabschiede mich und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen, euer Grimmel. Haut rein.